Ich noch einen Schluck aus der Pulle. Jo. Alles schmeckt besser aus der Ravenclaw-Tasse. Unglaublich, 20.000 Abonnenten. Wir wollten das mal zum Anlass nehmen, um natürlich Danke zu sagen und ein bisschen was zu verlosen und das ein oder andere mal vorzustellen, wo wir sagen, hey, das müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ab geht's. Thomas, unglaublich, oder? Also erstmal vielen, vielen Dank an alle neuen Zuschauer auf diesem Kanal. Was hier die letzten Wochen so abging über Weihnachten jetzt in den Neujahrstagen, ist ein nicht bekanntes Kanalwachstum, oder? Also muss ich dazu sagen, wir nehmen jetzt 10 Tage, nachdem wir die 20.000 erreicht haben, das Video auf und das sind schon deutlich mehr. Also ich glaube, dass ganz viele Leute ihre Weihnachtsgeschenke ausgepackt haben und da waren wohl offensichtlich sehr viele Brettspiele unterm Baum. Ich bin auch total begeistert. Also ein Hallo an alle, die neu dabei sind und natürlich auch ein Hallo und ein großes Dankeschön an alle, die schon seit der ersten Stunde dabei sind. Es ist absolut fantastisch. Ja. Es macht immer noch sehr viel Spaß. Es ist eine große Freude, eure ganzen Kommentare zu lesen oder auch die Mails, die man bekommt. Wobei ich sagen muss, fragt bitte nach keiner persönlichen Spieleberatung. Das ist sehr schwierig in der Zeit hinzubekommen. Ich versuche da mal was zu antworten, aber das ist echt schwierig. Ne? Also wir nehmen das dann immer gerne auf und versuchen Videos draus zu machen. Und Regelfragen. Häufig erreichen uns auch Regelfragen, ganz konkret zu irgendwelchen Spielen oder Spielen, die wir noch nie gespielt haben. Mein Tipp an der Stelle, schreibt immer den Verlagen. Erstens haben die Leute dafür, die sich darum kümmern und dann kriegen die mit, wo die Regelunklarheiten sind. Dann können die es nämlich in den Regelheften besser einbauen. So, aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Wie gesagt, 20.000. Und eigentlich, das ist mir letztens erstmal in den Sinn gekommen, wenn man in den 10K-Club kommt, also über 10.000 Abonnenten hat, ist es eigentlich Usus als YouTuber, dass man andere Content-Creator einen Shoutout macht. Also mal sagt, hey, ja, jetzt haben wir ein bisschen Aufmerksamkeit und wir wollen mal die Aufmerksamkeit auf Leute lenken, die auch eine tolle Arbeit machen und viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Ja, das haben wir irgendwie verbaselt vor einem Jahr, gell? Hätten wir irgendwie auch machen können. Aber das machen wir jetzt in Zukunft immer. Und vielleicht nicht dann irgendwie, dass wir dann 10, 20 oder dann irgendwann noch mehr Content-Creatoren vorstellen, sondern immer so eine Handvoll, wo wir sagen, die finden wir gerade irgendwie richtig heiß. Das solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Genau. Sollen wir mal loslegen und dann immer so ein bisschen das Füllen, ein Gewinnspiel einschieben? Ja, leg mal los. Ja. Soll ich mal loslegen? Also ich fange mal an mit, also ich habe nicht nur YouTube-Kanäle auf der Liste, ich habe auch ein paar andere Sachen noch mit drauf. Ich weiß nicht, was du alles dir ausgesucht hast. Ja, ist nur YouTube. Nur YouTube. Also ich habe noch ein paar andere Sachen, aber das erste ist auch ein YouTube-Kanal. Und zwar, ich meine, wir wissen ja alle, Brettspiele sind immer noch ein Nischenhobby. Aber es gibt jemanden, der hat quasi sozusagen die Nische innerhalb der Nische gesucht und sich dann auch einfach gleich die Nische genannt, wobei das Ganze ja quasi aus so einem Podcast sich entwickelt hat. Mich Becky von der Nische, der ist gar nicht mehr jetzt ganz so klein. Ich glaube, der hat so 3.500 Abonnenten oder so. Aber der sollte noch viel mehr haben, wenn es nach mir geht. Das ist einfach wirklich fantastisch, was der für einen Content macht. Also er ist wirklich sehr fokussiert auf thematische Spiele, Dungeon Crawler, Ameritrash-Spiele, so Sachen, von denen du teilweise noch nie gehört hast, aber auch dann so Sachen wie Descent und so, die auch so der Otto Normal-Brettspieler ganz gut kennt. Und der macht schon fast schon Essays zu den Spielen. Also der nimmt sich teilweise auch in eine Stunde Zeit und spricht dann über ein Spiel, Ersteindruck. Und dann später nochmal irgendwie nochmal 1,5 Stunden, so jetzt mal irgendwie so ein Zwischenfazit. Wie finde ich das Spiel? Und da denkt man sich so, boah, krass sind das lange Videos. Aber es macht so Spaß, dem zuzuhören. Also ich glaube, der könnte das Telefonbuch vorlesen und ich hätte trotzdem Bock, dazu zu hören. Und er hat einfach wirklich wahnsinnig viel Ahnung von dem, was er spricht. Also das merkt man halt einfach. Der hat sich wirklich wahnsinnig gut mit der Materie auseinandergesetzt. Also wenn ihr auf diese Art von Spielen steht, dann schaut unbedingt mal bei der Nische vorbei. Wirklich ganz, ganz hochwertiger Content, wenn es nach mir geht. Absolut. Becky, ich brauche das unbedingt immer als Podcast. Da kamst du ja, glaube ich, her. Also diese ganzen Folgen, die du machst, ich hätte die gerne als Podcast, weil ich habe gerne viele Podcasts auch in letzter Zeit gehört. Ein paar sind wieder aus der Liste verschwunden und ich habe da so eine Lücke. Also es gibt nicht genug Podcast-Content, als ich hören kann. Bitte schließ die, weil Videos ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe keine Lust, da Premium zu bezahlen. Wäre sehr cool, wenn du das auf die Beine stellen könntest. Ich höre dir auch sehr gerne zu. Wobei man ihn natürlich dann nicht sieht als Podcast, ne? Das ist natürlich dann schade, deswegen muss man dann YouTube gucken. Ja. Ich hau auch einen raus und dann gucken wir mal, was es heute zu gewinnen gibt. Und zwar Tabletop. Ist ja auch so ein Nischenthema. Und ich habe damals mal X-Wing gespielt. Mich faszinieren aber viele andere Tabletop-Spiele, wie auch zum Beispiel Star Wars Armada. Habe ich mir auch die Grundbox geholt, aber nie dazu gekommen. Legion sowieso. Gut, Star Wars-Nerd, ne? Muss man dazu sagen. Aber auch ein paar andere. Auch so dieses neue von Game of Thrones. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Das von Simon. Das ist ja auch ganz gut umgesetzt. Einsteigerfreundlich.
hat irgendwie einen anderen Namen, ne? Also da steht nicht Game of Thrones drauf, sondern A Song of Ice and Fire. Genau, steht drauf. So heißt es, ja. Weil es, glaube ich, nicht die Filmlizenz hat, sondern die Buchlizenz. Mhm. So, und das finde ich auch sehr spannend. Und Tabletops haben ja das Problem, hohe Einstiegshürde, viel Regeln, zeitlich krasser Aufwand, ist ja ein Hobby in einem Hobby eher gesagt. Und da mich aber es trotzdem mal sehr interessiert, habe ich da mal geschaut, bin da zufällig auf Bier- und Brezel-Tabletop gestoßen. Auch ein super sympathischer Kerl mit einer sehr angenehmen Stimme, der gerne auch nicht nur über das Hobby quatscht, sondern, ja, wie soll man es sagen, so Battle Reports macht. Also der hat ein Match, das filmt er so ein bisschen mit, macht Screenshots davon und erzählt das danach, wie es so passiert, was da passiert ist, so eine Spielzusammenfassung sozusagen. Das heißt, man kann ja super gut zuhören, man lernt so bei die Regeln, ohne wirklich das Spiel zu kennen, hat man das Gefühl, man erlebt das gerade mit, was da passiert. Finde ich sehr cool. Vielseitig auf viele Tabletop-Systeme, die er da spielt. Und da kann man überall mal ein bisschen reinschnuppern und ja, erlebt das so ein bisschen mit, ohne dass man das ganze Investment machen muss. So, das hat mir ziemlich gut gefallen, schaue ich immer mehr gerne rein. Einiges zu Star Wars Legion angeguckt, aber auch viele andere, auch Song and Ice and Fire und so weiter. Ja, würde ich mal gern empfehlen. Vor allem bin ich ja auf den gestoßen, da war ich noch deutlich kleiner als er. Und er hatte ein cooles Wachstum, auch vom CI, also von der Grafik, vom Sound. Alles super cool gemacht. Der hat auf jeden Fall auch mehr Abonnenten verdient. Das klingt cool. Also ich kenne das nur vom Namen, ich habe mir das noch nie angeschaut, aber das klingt total interessant. Ich glaube, da muss ich mal reingucken. Mhm. Vielleicht danach fange ich dann auch noch irgendwie vorher bei Tabletop spielen, dann ist es ganz um mich geschehen. Dann habe ich gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Oh ja, das ist ganz schlimm. Ich wäre nämlich auch so einer, der wird erstmal alles kaufen, zwei, dreimal spielen und dann, ja, auch dieser Zeitaufwand, der da immer hintersteckt, ne, der ist ja immens. Ey, was mich ehrlich gesagt wundert ist, wieso noch keiner von diesen Herstellern auf die Idee gekommen ist, das zu digitalisieren, also als digitales Spiel anzubieten, dieses ganze Prinzip Tabletop an sich. Mhm. Weil mit Hearthstone ist das ja dieses Card-Gaming total populär geworden in der Videospielwelt. Ne? Da ist ja jeder drauf aufgesprungen, alles Magic Arena und was weiß ich was. Genau diese Nische, Tabletop-Systeme, das als Digitalumsetzung, 1:1, also nicht einfach nur, sagen wir mal, ja, so ein rundenbasiertes Strategiespiel oder irgendwas zu machen, sondern wirklich dieses gesamte Prinzip sehr cool digital aufzuziehen, wäre für mich, würde die Einstiegshürde total senken und ich würde gerne viele von diesen Systemen einfach ausprobieren, wenn man halt nicht diese Massen an Plastik und was weiß ich sich ins Regal stellen muss und dann überall hinfährt, immens Aufwand hat, da irgendwie was aufzubauen, Gelände bauen und so weiter, könnte man alles weglassen. Also ich wäre da mega glücklich mit, wenn ich Star Wars Armada, Star Wars Legion wirklich komplett an Tablet oder PC irgendwie cool zocken könnte. Ja, ich weiß, mit dem Tabletop-Simulator geht das auch immer etwas, aber das ist noch immer sehr umständlich. Ihr kennt das ja nur so eine Simulation und nicht ja, so ein einfaches Vergnügen, wie wenn ich mich aufs Sofa mit dem Tablet setze. Fände ich cool. Übrigens, ich habe in letzter Zeit wieder ultra viel Race for the Galaxy auf dem Tablet gespielt. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Das hat wieder so Bock gemacht. Weil dieses Spiel auch einfach so gut ist. Ah, jetzt weiß ich wieder warum. Aber ich schweife ab. Erzähl du. Gedankensprünge. Mein nächster Tipp ist jetzt nichts, was mit YouTube zu tun hat, sondern wir gehen jetzt Richtung Instagram. Und zwar ist es Pika Pika Board Games oder Pika Pika Board Games. Also Sandra, die den Kanal führt, ist großer Pikachu-Fan und die macht Brettspielfotos und alle möglichen Content da. Und da muss man sagen, also ich kenne kaum jemanden, der so gute Fotos schießt von Brettspielen. Also man merkt auch irgendwie, die hat da wirklich mehr Erfahrung. Das sind wirklich Bilder, die könntest du dir einrahmen und an die Wand hängen. Also auch wirklich richtig gute Sachen. Und vor allem, was sie auch seit der Zeit schon macht, sie bietet auf Spotify jetzt auch Playlisten an, die so für Brettspieler sind. Also so bestimmte Themen oder teilweise auch bestimmte Spiele, da sammelt sie dann irgendwie Musik, Filmmusik oder irgendwelche anderen Sachen und baut da Playlisten dazu, die halt perfekt passen, um sie so nebenher beim Spieleabend abzuspielen. Ich glaube, Pika Sandra, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist der, wir schreiben es unten in die Beschreibung rein, vielleicht blendest du es auch ein, ich weiß es nicht. Ist der Spotify-Account und das haben wir wirklich schon ganz oft genutzt und das ist irgendwie richtig cool. Also was sie sich da irgendwie für eine Arbeit macht, da diese ganzen Sachen rauszuziehen, weil es geht ja irgendwie auch darum, sozusagen die Stimmung, die Atmosphäre, die du bei dem Spiel haben willst, musikalisch irgendwie umzusetzen. Und bisher gelingt dir das echt total gut. Also quasi zwei verschiedene Medien, einmal so Audio-Playlisten und einmal quasi der Instagram-Account und ich finde es wirklich toll und bin gespannt, was die noch alles Tolles machen wird in der Zukunft. Coole Sache. Magst du mal ein Spiel in die Kamera halten, wo wir sagen, das gibt's heute zu gewinnen? Das kann ich machen. Ein Spiel, für das ich auch eine gewisse Leidenschaft empfinde. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. 5 Gründe, warum ich gerne in die Karibik fahre und dort
ein Piratenabenteuer. Mach ein tolles Racing-Game. Wer das Video noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Super Familienspiel. Und das habe ich hier einmal nochmal OVP und das wird mir gerne heute raushauen. Sehr cool. Ich würde direkt die Gewinnspielfrage hinterher schieben. Haben wir uns gar nicht abgesprochen, aber ich glaube, was vielleicht cool wäre, wäre ein Kommentar natürlich mit dem Inhalt. Mit welchem Content Creator wünscht ihr euch mal eine Kooperation mit uns? Ihr habt ja gesehen, wir machen ja gerne was mit anderen Leuten, auch zuletzt mit dem Time for Board Games, Markus. Da haben wir ja das Halloween-Video gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, das müsst ihr euch angucken. Ich weiß, die Aufmachung hier, Brettspiele versus Zombies, denkt man teilweise erstmal so, ja gut, interessiert mich nicht, gucke ich nicht. Aber was dahinter steckt, ist ganz cool. So, wir brainstormen auch schon wieder am nächsten Video, also dieses Jahr wird es da auch was zu geben. Aber wie vielleicht seht, ich ziehe gerade um, hier ist schon alles leer. Die habe ich extra noch stehen lassen, damit es nicht ganz so trostlos aussieht. Die sind ab morgen aber auch weg. Deswegen nehmen wir heute schnell noch was auf. Genau, das ist die Frage als Kommentar. Es geht bis, wann kommt das denn? Ich weiß nicht. Ihr habt 7 Tage Zeit, sage ich einfach mal. Eingeblendet. 7 Tage, ne? Ganz schöne Zeit. Ja. Sehr gut. In der Videobeschreibung natürlich Gewinnspielbedingungen verlinkt und so weiter. Also viel Erfolg und wir freuen uns auf eure Anregungen. Was ihr euch da wünscht, mit wem wir eine Kooperation machen und wie die aussehen könnte. Also, ne? Was stellt euch da inhaltlich vor, was wir da machen können? So, ich stelle auch noch mal einen vor, bevor wir noch mal eine Runde drehen und auch gleich ein paar Danksagungen machen. Ich möchte gerne lobend erwähnen, vielleicht nicht so ganz unbekannt, aber auch schon lange dabei, vor allem ist der, glaube ich, kurz vor mir gestartet, der Brettspiel-Dude, der Andreas, der hat mit mir damals schon das Twilight Imperium Video gedreht. Ja, der zweite Teil wird auch kommen. Ich sehe regelmäßig jede Woche noch die Kommentare, die darunter gemacht werden. Es ist 2022, Christoph. Kommt da noch was? Ja, ist nicht so leicht. Ich kann euch vorstellen, es ist eine Menge Aufwand. Ich habe es auch irgendwann schon mal angefangen gehabt. Dann ist das Voice-Over verloren gegangen. Boah, da war ich so gefrustet. Ich habe mich so alles gelöscht. Habe ich zum Glück nicht gemacht. Ich habe mega Bock, das zu Ende zu bringen. Ja, Brettspiel-Dude, darüber wollten wir reden. Also ein richtig cooler Dude, der erstmal ein sehr netter Kerl ist und ich finde auch eine sehr angenehme Stimme und schön erzählen kann. Also den kann man unglaublich gut zuhören. Und in letzter Zeit wagt er sich auch an Expertenspiele als Regelvideo. Dafür besonderen Dank, weil ich weiß, wie aufwendig die sind. Und die macht man nicht unbedingt gerne. Ich finde, du kannst sie sehr gut erklären. Und vor allem sind sie auch eher Spiele, die, was weiß ich, nicht jetzt 100.000 Leute sind und sich ein Flügelschlag-Regelvideo angucken. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle für deine coole Arbeit und immer schön mit dir was zusammen zu machen. Also ich meine, natürlich musst du den Namen einmal auch richtig aussprechen. Ne? Das ist natürlich nicht der Brettspiel-Dude, sondern Brettspiel-Dude. Das ist eines der coolsten Intros überhaupt, muss man sagen. Und der ist halt auch einfach persönlich so ein wirklich dufter Typ, also so ein cooler Mensch. Also wir sind in Essen auch einen Tag oder einen halben Tag sind wir irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen und haben uns unterhalten. Und der hat auch irgendwie so einen richtig guten Humor. Also wir hatten irgendwie vor ein paar Tagen ein lustiges Gespräch, einen guten Textwechsel. Ich glaube, den kann ich jetzt hier nicht vorlesen, aber ich habe danach noch stundenlang danach noch gelacht. Und dass der eben auch so Expertenspiele als Regelvideos macht und sich da rantraut und es auch richtig gut macht, finde ich. Also es ist voll angenehm, ihm dazuzuhören und die Regeln dazu lernen. Also Hut ab, muss man ganz ehrlich sagen, cooler Dude. Und der hat zwar schon einige Abonnenten, aber das dürfen wirklich noch gerne mehr werden. Ja. Was wir hier sagen sollten ist, wir haben jetzt hier ein paar rausgepickt. Es sind natürlich noch viel mehr. Also jeder, der da sich die Mühe macht und coole Inhalte liefert, um das Brettspiel-Hobby noch bekannter zu machen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, ist eine coole Sache. Und wir freuen uns da auch jedes Mal, neue Leute zu entdecken. Gerne halt auch für Spiel des Monats, wer da Lust hat, ne, mitzumachen. Immer gerne eingeladen. Freue mich immer noch, wie gut das ankommt, wie viele Leute sich darüber freuen und wer da noch all den Jahren auch immer noch mitmacht. So gehen immer ein paar verloren, ein paar kommen neu dazu, ein paar kommen dann mal wieder dazu und so weiter. Ja, finde ich schön. Tolles Format und wir machen ja gerne solche Community-Formate. Ja, tragen wir gerne weiter. Ne? Also man muss echt sagen, das ist auch das Schöne irgendwie, dass es da so viele verschiedene Herangehensweisen gibt an das Thema. Und das führt mich jetzt auch quasi zu meinem letzten Shoutout, den ich heute machen würde. Und zwar ist es Board Game Tonic.
also auch wieder eigentlich ein Instagram-Account von Tanja und Marco, die vor allem deswegen irgendwie bekannt sind, weil sie die Board Game Times ins Leben gerufen haben. Sozusagen eine Art virtuelles Satire-Magazin. Also eine Tageszeitung ist so ein bisschen auch so gelayoutet, quasi wie die Titelseite einer Tageszeitung, wo sie quasi eine ganze Zeit lang letztes Jahr, ich glaube sogar phasenlang auch dann eben Wochentakt, so die Brettspiel-News aufbereitet haben, aber immer mit einem, so einem Augenzwinkern und so einem satirischen Blick und mit ganz vielen Wortspielen und so kleinen Breaking News, wo irgendwelche lustigen Gags drin versteckt waren. Also es ist halt so genau meine Art von Humor und vor allem, was die halt auch richtig drauf haben, ist so Layouten, Textdesign, dieses ganze Druckdesign. Also das ist wirklich auch richtig schön, was die irgendwie mit Worten und mit Buchstaben fabrizieren. Ist es ein bisschen ruhiger geworden um die Boardgame Times? Ich möchte immer wieder eine Initiative starten, um die zurückzubringen. Ich glaube, dass der große Bang war, als sie dann eine echte, tatsächliche physische Tageszeitung rausgebracht haben mit dem Best-of und ein paar extra Gimmicks. Wir sind auch vertreten in ein paar Kleinanzeigen, die sie in Essen dann quasi rausgebracht haben und auch zu einem sehr fairen Preis, sodass sich das einigermaßen selber trägt. Und das war für mich persönlich auch so ein kleines Highlight der Spielemesse. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das irgendwann noch weitergeht oder dass sie sich irgendwas anderes Interessantes ausdenken, weil die beiden sind wirklich, also nicht nur total sympathische Menschen, sondern die sind halt auch wirklich sehr, sehr kreativ. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass da noch einiges anderes Cooles kommen könnte. Ja, zwei liebe, nette Menschen. Boah, das klang jetzt so hölzern, also so war das gar nicht gemeint. Ich war schon gedanklich beim nächsten Thema. Aber ja, hat mich gefreut, euch in Essen kennenzulernen und toll, was ihr da macht. So, vielleicht noch ein kurzes Dankeschön an natürlich alle, die hier zuschauen. Immer eine Riesenfreude, Kommentare zu lesen. Ich kriege häufig mit, dass man dann weiterempfohlen wird. Und ja, einfach schön, dass ihr uns so lange schon unterstützt. Auch die, die im Discord abhängen, hatte ich auch schon mal beim letzten Mal erwähnt. Da gibt es einen Discord-Server, da muss man nicht unbedingt drauf. Aber wer sowieso auf Discord ist, kommt gerne vorbei. Hat sich eine nette Community gefunden. Wenn ich Spiele verkaufe, also die Nicht-Rätsel-Exemplare, weil die verschenkt man nur, Dann poste ich das da auch rein. Da mache ich meistens eher günstige Preise, weil ich keinen Bock habe, die irgendwo in der Brettspielwiese dann reinzusetzen und das zu diskutieren. Deswegen danke an alle, die hier seit Ewigkeiten dabei sind. Wir hatten ja auch über die Weihnachtszeit mal so ein paar Fragen gemacht, seit wann ihr dabei seid. Und ich finde es halt immer schön, wenn Leute schreiben so von ganz alten Videos, die sie zuerst gesehen haben. Manchmal scrolle ich auch noch mal durch die Videoliste und denke mir, ach krass, ja, das hast du ja auch mal gemacht und so. Mhm. Ja, es ist einfach, war wirklich eine schöne Zeit jetzt die letzten 3 Jahre und ich freue mich was da noch so kommt. Ja, und ich glaube, dass wir auch sowas häufiger machen sollten. Also jetzt haben wir ja quasi ja wirklich den Dezember zelebriert und ich glaube, so im Wochentakt ist das vielleicht too much, aber dass wir vielleicht alle 3-4 Monate mal irgendwie da so einen Statusbericht geben, was tut sich bei uns und wie entwickelt sich was weiter und mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben, das hat mir ehrlich gesagt sehr gefallen und ich glaube, den Leuten draußen hat es auch total gefallen. Ja. Genau. Ich glaube so, du meinst so alle 3-4 Wochen, 3-4 Monate ist meistens auch der Tonus, wo wir dann mal so ein Kanal-Update geben. Ja. Vielleicht dann noch ganz wichtig, ein Dankeschön an unsere Steady- und Patreon-Unterstützer. Wer das nicht kennt, das sind so Crowdfunding-Plattformen für Content-Creator. Wir machen das ja neben dem Beruf als Hobby und ohne Sponsoring. Also wir machen keine Aufträge von irgendwelchen Verlagen, weil wir da unabhängig bleiben wollen. Und da hilft es uns natürlich sehr, wenn das von der Community ein bisschen gestützt wird. Deswegen vielen Dank an all die Leute, die sich da schon zusammengefunden haben auf Patreon und Steady. Und uns der Rego unterstützen. Also es sind unglaublich sehr viele, sehr liebenswerte Menschen, die wir teilweise auch schon persönlich kennenlernen konnten. Zum einen halt haben wir einen Online-Stammtisch einmal im Monat, das ist ab dem 5-Euro-Level, wo wir einfach mit euch quatschen. Also untereinander wird sich unterhalten mit coolen Fragen. Wir sind dabei und quatschen einfach über Brettspiele. Und ein erstes Treffen hatten wir ja auch schon letztes Jahr, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, war es wirklich ein total tolles Zusammenkommen war, wo alle mit unter die Arme gepackt haben. Ich weiß, die Spülmaschine war ausgefallen. Ich so, ach du Scheiße, jetzt können wir den ganzen Scheiß spülen. Und auf einmal komme ich um die Ecke und 4 Leute stehen da und spülen den ganzen Kram weg. Ne? Da ist mega cool einfach. Jeder packt damit an. Das ist einfach eine tolle Gemeinschaft. War richtig cool. Und dieses Jahr versuchen wir dann wirklich 2 Events sogar auf die Beine zu stellen. 1 in Bonn, 1 in München. Guck mal, dass es so im Sommer rumliegt, dass es vertretbar ist. Und dann halt vor den Bestimmungen waren wir sowieso da mit 2G und wir haben uns noch getestet unterwegs. Mhm. Ja, wäre schön, da den einen oder anderen noch kennenzulernen. Wer da Lust hat, uns ein bisschen zu unterstützen, vielen Dank dafür. Und wer nicht, guckt einfach die Videos, das hilft uns auch enorm. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich habe noch einen auf der Liste, oder?
Nach Adam Riese, wie man so schön sagt, fehlt einer noch. Ja, genau. Es ist ein neuerer YouTube-Kanal und der liebe Jung war auch schon bei Spiel des Monats ab und zu dabei. Durch besonders, glaube ich, coole Beiträge ist er vielleicht bei euch hängen geblieben. Und zwar Format C heißt der Kanal. Viele Leute sagen immer, boah, der macht so aufwendige Videos. Ich finde, aufwendig ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal, aber was er damit abliefert, die Zeit, die er investiert, die ist wirklich cool. Also sehr witzige, originelle, unterhaltsame Videos zu verschiedenen Spielen, auch wirklich noch Rezensionen oder auch andere Art von Videos, die so Shut-Up-Sit-Down-Stil haben und da, glaube ich, sogar noch eine Latte drüber. Also, was er da wieder zuletzt zusammengestellt hat, total coole Unterhaltung. Hat uns auch, glaube ich, ein bisschen inspiriert. Wir planen ja demnächst noch mal so ein Video, auch mit Markus. Und ich habe das Nee, habe ich noch gar nicht. Ich habe ein anderes Video als Inspiration euch weitergeschickt, weil ich das auch cool fand. Aber der ist mir auch im Kopf hängen geblieben, von wegen, ja, das finde ich ein ganz cooler Stil, den ich mir auch vorstellen könnte für das eine oder andere Video bei uns. Chapeau einfach an der Stelle. Ich habe letztens im Anons-Forum gelesen, wie viel Zeit das an Aufwand ist. Kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben ja auch schon mal das eine oder andere aufwendige Video gemacht. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Balance gefunden von ist ganz gute Qualität zu dem, was wir da an Aufwand reinstecken müssen. Aber ab und zu schlagen wir da auch über die Stränge. Deswegen wissen wir, wie viel Aufwand das ist und schätzen das. Also ich ganz großes Lob an der Stelle. Die sind wirklich gut, die Videos, die du da machst. Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Ich finde es auch immer toll, wenn Leute auch wirklich halt einfach filmisch arbeiten. Ich würde das auch gerne noch viel häufiger machen, aber es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit, weil man wirklich dann auch jede Einstellung sich überlegen muss und wie das Ganze dann, man muss eigentlich vorher schon wissen, wie das Ganze am Ende ausschauen wird und es ist deutlich mehr Arbeit, die man da reinstecken muss. Ja. Aber auch von unserer Seite wird da noch was kommen. Jo, auf jeden Fall. Viele Animationen hat er auch drin. Es hat mich teilweise so ein bisschen halt ultralativ erinnert, falls ihr den Kanal kennt. So, vielleicht noch ein Shoutout an den großen Kanal, Spiel und Zeug, finde ich mega unterhaltsam. Nachdem wir jetzt umziehen, bin ich am überlegen, ob ich eine ganze Bude jetzt automatisiere und der redet viel über Technikkram und Heimautomatisierung, dem sein Sarkasmus ist einfach göttlich. Ach, so wär ich am liebsten auch drauf in den Videos, aber gut, man kann immer nur das geben, was man selber so kann und versucht sich kontinuierlich zu verbessern. Ja. Sehr schön. Ach, sehr schön. Machen wir einen Deckel drauf, ne? Ja, würde ich auch sagen. Also, vielen Dank nochmal an alle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben dieses Jahr wieder richtig tolle Sachen für euch bereitgestellt. Und wenn euch irgendwas von den Sachen, die wir jetzt gerade irgendwie erwähnt haben, von den Content-Creatern, die wir heute genannt haben, interessiert, schaut echt gerne mal bei denen vorbei. Guckt euch die Sachen mal an. Ich glaube, es ist auch wirklich ein schöner, bunter Mix jetzt gewesen von interessanten Sachen. Und wie sagt man dann so schön, lasst dann dort vor Ort gerne ein Abo da oder ein Follow oder einen Daumen nach oben oder welche Unterstützung ihr euch sonst auch vorstellen könnt. Ja, vielen Dank. Bis bald. Ciao. Ciao.